Guten Abend, herzlich willkommen bei meinem Wort zum Tag. Sag mal, wart ihr schon mal in Irland oder bei den Engländern und habt da mal zwei Bier bestellt? Und zwar so, two beer for me. Also wer spätestens nach diesem Ding Kino auf die Fresse gekriegt hat und aus dem Pub geflogen ist, also das ist schon bewundernswert, also wenn er das geschafft hat. Ich bin nämlich mal mit Irländern unterwegs gewesen. Mit ihren Irländern. Mensch, heute ist ja auch wieder mal schlimm. Mit ihren war ich unterwegs und habe quasi auch mal irgendwie zwei Bier bestellt. Da haben die sich bald schräg gelacht und haben gesagt, das darfst du bei denen nicht machen. Kriegst du auf Maul, weil was bei denen so ist, ist bei denen, bei uns hier dieser hier, so dieser Fick-dich-Finger, Stinkefinger, sagt man ja dazu. Ekliger Name eigentlich, Stinkefinger. Und da komme ich auch schon zu meinem Thema. Es geht um diese verschiedenen Handsymboliken, die man so kennt, jeden Tag benutzt. Zum Beispiel diesen hier. Du Arschloch, kostet glaube ich 1000 Euro oder so beim Bullen im Bußgeldkatalog. Kann auch natürlich ganz einfach heißen, schmeckt es hier? Italiener, das schmeckt richtig gut. So unterschiedlich kann es sein. Bei denen heißt es, schmeckt es gut. Bei uns heißt diese Zeichen genauso Arschloch. Ganz einfach. Na hier, dieser hier. Heißt auch Arschloch. Oder du. Pass mal auf, mein Freund. Ne? Das hat mal einer sich vor mir mal so am Auge gerieben. So. Jetzt habe ich den tierisch übel genommen, bin dann mit meinem erhobenen Zeigefinger, der ja der Du-Du-Finger ist, immer habe zu dir gesagt, pass mal auf, machst du nicht normal, Freundchen. Und ja, warte, was habe ich denn gemacht? Ich gesagt, du hast mir gerade einen Stinkefinger gezeigt. Der sagte, ja, ich habe mir im Auge gerieben. Ich sage, ja, weißt du, du hast dir so im Auge gerieben. Dafür müsstest du jetzt eigentlich mal richtig eh nur auf die Fresse kriegen, mein Freund. Da hat er sich erstmal übelst so, ja, doch bestimmt 5 Minuten lang entschuldigt bei mir, dass es ja Zufall bloß war und er hat es ja nicht so gemeint, ne, und ja, hat sich dann natürlich bei mir entschuldigt. Ist halt natürlich krass, was diese Handsymboliken anrichten können. Man, alten Rom, ne? Gladiatoren kämpfen, leben, tot. So krass, ne? Ist ja heute immer noch so. Gut, mir geht's gut, finde ich gut. Nee, schlecht. Ist ja diese gängige Pose auch immer bei vielen immer so. Dieses coole, abgekaterte, so weißt du. Oder hier diese niedliche Pose so. Ja, es ist schon viel zu machen mit diesen Fingersymboliken. Also ob ihr passt, was ihr zeigt, kann aber auch mal durchaus in Hose landen und da kannst du mal richtig gerne auf die Fresse kriegen. Also, das war mein Wort zum Tag. Macht es gut. Euer Chris.